Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe hier einen Turm mit L-Boxen, die sind hier auch aufeinander geklackt und teilweise geht mir das ein bisschen auf den Zeiger, weil ich dann an die untere L-Box musste und dann muss ich erst die ganzen anderen L-Boxen oben abnehmen, um halt an die untere dran zu kommen. Und das möchte ich heute ganz gerne ändern. Und zwar möchte ich dafür ganz gerne ein Regal bauen. Dieses Teil steht bei mir direkt am Eingang vor der Werkstatt. Und ich habe ja jetzt hier schon andere L-Box-Systeme gebaut mit Auszügen oder halt auch da auf dem Brett drauf. Und Videos kann ich nochmal oben verlinken. Aber dies wird hier einfach nur ein Einschubregal, wo ich dann halt die L-Box rausnehmen kann und dann, wenn nach Gebrauch, dann auch wieder reinschieben kann. Und ja, darum soll es heute gehen und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei dem Video. Muss ich doch noch mal eben kurz was sagen. Also die Platte hier, die ist so verzogen, da dachte ich mir, da kann man eigentlich ganz gut ein Regal rausbauen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt hier auf 40 cm mache ich das jetzt breit und 1,25 hoch und dass ich da halt, ja, ich sag mal, über die Verbindung dann, über die Bretter, dann halt die Seitenteile auch ein bisschen gerade gezogen kriege. Aber ansonsten ja, ist das Brett oder diese Multiplexplatte ziemlich über, dadurch, dass sie so verbogen und in sich verzogen ist. Das passt auch. Und wenn es jetzt noch winklig ist, bin ich zufrieden. Ja, du lachst. In deinem jugendlichen Leichtsinn. Die Winkligkeit, ne? Ja, sicher. Muss gegeben sein. Definitiv. Ohne die geht er nicht. So, ich habe das jetzt soweit so alles schon mal vorbereitet. Das sind die beiden Seitenteile. Die habe ich jetzt nebeneinander gelegt, so dass ich jetzt hier unten auch alles plan habe. Und wenn ich jetzt die Nut da reinfräse, wo ich dann hinterher ein 12 mm Brett reinmache oder reinpresse, dass ich das dann auch wirklich auf gleicher Höhe habe und so alles dann auch im Endeffekt dann waagerecht ist. Ich habe jetzt hier die Zwinge dazwischen gemacht. Das sollte eigentlich jetzt hier reichen. Und habe jetzt hier mein Lineal genommen und jetzt habe ich zwei Punkte, was eigentlich die ganze Geschichte hier zusammenhält, sollte reichen. Ich habe einen 12 mm Fräser drin, wie gesagt, und hier haben wir 12 mm Multiplex. Jetzt habe ich so ungefähr 2 mm gefräst. Und jetzt werde ich aber noch mal eben kurz 2 mm nachziehen, dass ich 4 mm auf jeden Fall in diesem Holz bin. Könnte ich auch 5 mm machen, ne? Ich habe mir doch mal so ein schönes Tool gekauft, gebaut. Das könnte man noch mal wieder benutzen. Nämlich mein erstes Video auf YouTube. Ja, echt? Ja. Ja. Und da haben wir 5 mm. Brauche ich gar nicht. Ist im Auge drin. Das Maß. Ich muss erstmal ja saugen. Eingebautes Maß im Auge. Das erste Fach ist 16 cm hoch. Die Box selber ist 15,5. Also die mittlere, wir reden von, habe ich jetzt keine hier, die sind ganz unten. Okay. Auf jeden Fall müssen wir dann jetzt natürlich wieder weitere 16 cm nach oben gehen. Und dann machen wir da die nächste Nut rein. So, das ist die Unterkante jetzt von dem Brett, so wie hier auch. Die habe ich auch die Unterkante gemessen. Und von der Unterkante, beziehungsweise die Unterkante bis zum äußeren Rand, ich nehme nicht hier die flache Seite, sondern ich nehme hier die runde Seite. Da kann man dann auch schon mal so ein bisschen verdrehen.
Und man ist trotzdem noch gerade. Das sind bei mir jetzt hier 3,8 cm. Und die muss ich dann natürlich hier auch nochmal eben einstellen. Und zur Kontrolle, ne? Ja. Auf jeden Fall. Ist passt auch. Winklisch. Der Winklischkeit. Ja. Das macht er. Ja, das macht er. Sehr gut. Ich mache mal einmal die Absaugung an. Da oben. Ja. So, Nuten habe ich drin. Das steht jetzt auch im Kopf. Das große Teil, da kommen ja jetzt hier gleich da auch die Schubladen rein. Die kommen nach oben. Muss ich aber allerdings noch hier oben die Nasen abflexen oder absägen. Muss ich mal gucken, wie ich das abkriege. Weil da wird auch nie was draufstehen. Das heißt also, das hier kann wirklich weg. Und dann passt das wirklich haargenau da rein. Und von daher, ja, kann das ja ruhig weg. Jetzt muss ich erstmal, das ist ja wie gesagt der Boden. Und da möchte ich ganz gerne jetzt hier so 6er Dübel reinmachen, 4-5 Stück. Und da muss ich mir natürlich wieder die Mitte anzeichnen. Und das mache ich natürlich wieder sehr gerne mit meinem Mittenfinder. Zack. Und 40 ist es. Fangen wir wieder mit 5 cm an. Also machen wir hier und dann alle 10 cm. 25, 15 und 5. 4 Dübel da rein. Ja, und wie gesagt, die Bretter, die sind wirklich gut verzogen. Wenn wir einfach mal hier drauf gucken, das ist das Bodenbrett. Das hat schon locker 5 mm Unterschied. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn ich jetzt hier auf die Seite das erste Seitental drauf mache und hier und dann die Regalbretter, dann denke ich mal, dass ich das dann dementsprechend dann auch gebogen bekomme. Werden wir sehen, ne? Irgendwas wird schon passieren. 35. Dann machen wir direkt eine Körnung. Hätte ich da vorne auch gerade schon direkt machen können. Habe ich auch mitgerechnet. Ja, ich auch. Aber wenn man erstmal so im Flow ist, ne, vom Anzeichnen, da vergisst man ganz schnell mal das Körnen. So, 6er Dübel sind 3 cm lang. Dann werde ich hier 2 cm reinbonden, die Bodenplatte 1 cm. So, ach so, 2 cm. Könnten wir uns ja auch mal eben kurz hier markieren. Ne? Mhm. Ein Tiefenstopp sozusagen. Heißt das so? Heißt das so? Ja. Mhm. Ich habe auch richtige Tiefenstopper, aber boah. Weiß ja nicht, wo die sind. Doch, weiß ich. Aber die muss ich erst da drauf schrauben, das brauche ich hier gleich nur abreißen und fertig bin ich damit. Man ist ja doch fauler. Manchmal ja. 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 Bin ich gerade. Ja. So. Dann brauchen wir ein paar Dübelmarkierer. Da habe ich hier so 2, 3. Hier brauchen wir. Dann legen wir uns das mal auf den Boden. Das wäre schon mal. Wie nennen wir das hier? Nennen wir das links, ne? Und das nennen wir rechts, ist doch scheißegal. Hauptsache ich weiß, welches Teil wohin gehört. Oh, der Akku geht leer. Ne. Nicht richtig durchgedrückt. So, das hätten wir auch. Dann müssen wir jetzt erst
Ich habe das auf 45 in Innenmaß gemacht. Die Geschichte ist hier 5 mm breit. Pro Seite sind 1 cm. Das heißt also, die Bodenbretter muss ich dann auf 46 sägen. Und das machen wir jetzt. Da fängt das nämlich schon an mit dem Verzogenen. If I had a hammer. Ja, a hammer in the morning. Soll ich da schon mal Leim reinmachen oder was meinst du? Hab ich gedacht. Hier drauf setzen. So, dann lassen wir uns das mal irgendwie. Müssen wir das jetzt hier. Ja, da brauchst du meine Hilfe ja gar nicht, oder? Ja, das funktioniert auch nicht echt gut. Ja. Jo. Ja, aber jetzt nur einmal die. Jetzt ist verzogen, ne? Obwohl, hier passt es jetzt. Da sieht es gut aus. Hier ist so ein bisschen. Hier auch. Hier aber nicht. Aber es auch noch hier nicht hier drin ist. Möchte ich schon mal reinstecken? Mhm. Klopfst du ihn nochmal an? Ja, ja, die müssen ganz rein. Und ich habe ja in der Seitental habe ich ja tiefer gebohrt. Ja, guck mal da unten drauf. Müssen wir doch tatsächlich noch von unten schrauben. Ja. Nutzt ja nichts. Das zieht uns da rechts und links wieder raus. Ja, gut. Ja, das ist eine gute Lösung. Und so wird das dann auch gerade. So, packst du mal da unten mit an. Mhm. Einfach runterstellen. Ja. Und dann müsste das ja jetzt hier abschließend passen. So. Selbst das kleine Stück hier ist krumm und schief. Ehrlich. Das passt perfekt da rein. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, praktisch. Ja, sehr gut. Super. So, Daumen weg. Ja, den Rest kriegen wir weggeschliffen. Da
Spaß sind jetzt die Dübel, ne? Macht ja auch keinen Sinn, oder? Nee, jetzt das macht Dübel keinen Sinn. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass es da unten mit den Dübeln ausreichend ist, aber anscheinend ja wohl nicht. Was haben wir denn hier? 30. Dann machen wir hier auf 25, 15, 5. Und hier das gleiche. Hat der automatisch so einen Versenker mit drin? Mhm. Das ist cool, ne? Boah. Aber noch andere gewesen, Kollege. Ja, ein Kollege, die war in dem Fach, im 35er Fach. Hast du die aber mal irgendwann falsch da reingelegt, ne? Genau, als ich die Erbsen hier alle sortieren musste, ne? Ist aber schon mal eindeutig. Schraubenmarie. Ja, das macht man so in der Ausbildung. Schrauben sortieren. Das ist natürlich zu lang. Von der Breite passt das genau. Dann säge ich mir jetzt hier 10 cm immer ab. Deine Visage ist nicht drauf, so jetzt. Dann säge ich mir jetzt hier 10 cm ab. Und schraub die dann da hinten als Stopper rein. Dann, wenn ich dann hier ein bisschen energischer dann die Karre da reinschiebe, dann kann das nicht weiter weg, sondern knallt nur dagegen. Und vor allen Dingen von vorne habe ich dann das gleiche Bild. Mhm. Dann ist das auch alles gleich, ja. Nicht unordentlich. Weil ich will es nicht unordentlich haben. Ja, überleg mal, du läufst da vorbei und so ein Stückchen von der Schublade guckt da raus. Ja, das wär ja, da wären wir wieder, nicht, ne? Auszuhalten. Nee, da wären wir wieder dabei, dass es mir ins Auge kotzt. Ja. Ist das Regal fertig und was soll ich sagen, es gefällt mir gut. Die Kisten, die passen hier perfekt rein. Ich sag mal so 5 mm, 8 mm haben die Spiel hier zwischen. Hier vorne sieht das natürlich ein bisschen weiter aus, aber ich muss ja hier auf die Griffe achten und deswegen habe ich dann die ganze Breite auf 45 gemacht und die Regalbretter, die ich hier eingefräst habe, die habe ich auf 46 gemacht, 5 mm Nut hier rein. Und ich sag mal, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Ne? Jetzt kann ich hier oben noch meinen Restebehälter für Holz kann ich noch draufstellen. Oder ich habe auch noch eine andere Box, so ähnlich, nur noch mit Deckel oben drauf. Ob ich die dann vielleicht da draufstelle, muss ich mal schauen. Kannst du einen Blumenpott draufstellen. Einen Blumenpott? Mhm. Ja, hat hier unten nichts zu suchen. Ne? Nee. Ein Blumenpott. Der nimmt mir nur Platz weg. Scheiß Deko. Ja, scheiß Deko, genau. Nicht in der Werkstatt. So. Oh, jetzt geht du mal aus der Kamera raus. Will ja keiner sehen. Ja, ich bin mal auf eure Kommentare gespannt und würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.